Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Part Fire Emblem. Immer noch in Kapitel 26. Ja. Und im letzten Part haben wir dann mit dem Kapitel begonnen. Haben so über Sachen geredet, die dieses Kapitel passieren. Dass wir zwei Charaktere bekommen, was im letzten Part passiert ist und alles bla. Machen wir einfach weiter. Ja, und das erste, was ich direkt mache, ist, ich will Wrath heilen. Das hatte ich nämlich schon gesagt, dass ich Wrath heilen muss. So die Frage, wie am besten. Am besten, dass ich... Töte ich jetzt. Entschuldigung. Ich töte erstmal ihn. Und dann auch noch den anderen. Nee, Hector kann jetzt nicht mehr angreifen. Doch, hat er schon. Ich gebe dir den Stahlbogen. Und Hector greift an. Ich hoffe, das ist jetzt kein eigener Schlag in den Kopf, weil... Schuss in den Kopf, weil er immer noch Ursula Bolting hat. Und ich deswegen hoffe... dass sie jetzt nicht hier angreifen wird, sondern immer noch weiter nimmt Stella. Okay, wir werden ja sehen. Ich wette, der Dieb macht jetzt die andere Kiste auf, dann komme ich nämlich das Delphin-Schild nicht mehr. Wenn er ein Arschloch ist. Dann werde ich halt ohne Delphin-Schild spielen müssen, was ein bisschen nervig werden könnte zum Ende hin. Oder ich mache das Kapitel einfach offline nochmal und dann hol ich mir das Delphin-Schild. Der Beste gleich bitte so freundlich und grüßt auf Ursula an. Okay. Danke. Oder du gehst auf den Dieb. Das wäre noch besser. Guck, ich wusste doch, dass da noch. Also, ich habe irgendwie geahnt, dass noch was kommen wird, weil das ist ja diese Treppe. Aber ich wusste nicht genau, wann der das spawnt. Und ich hasse diesen Dieb. Ich hasse diesen Dieb. Ich hasse ihn. Nur weil ich den Zug hätte schneller sein müssen. Ich hasse es nicht. Na schön, Challenge erklärt, bitte spiel ohne Delphin-Schild. Hamster so gewollt. Weil es nur ein einziger Zug. Mehr hätte es nicht sein müssen. Nein, sie ist immer noch nicht auf uns gegangen, deswegen bleibe ich hier erstmal noch stehen. Und greife dafür den Druiden an. Ich will das Gebiet jetzt nicht nochmal neu machen, das sehe ich jetzt nicht ein. Außer so viele, ich glaube, Bogenschützen kommen da auch nicht mehr. Außerdem, ich habe ja... Sie hat genügend Leben, sie hat eine gute Verteidigung... Und sie ist schnell, also es hält sich schon aus. Und im Finale, da kommen nicht viele Bogenschützen.
wie sie ihr gefährlich werden können. Außerdem schalte ich die nicht hier aus. Du hast den Truhenschlüssel. Ich weiß halt nicht, wo Ursula steht. Aber immer noch so, dass sie immer noch dem Stella angreift. Komm bitte dem Stella, jetzt greif Ursula an. Und nicht mit deinem Nosferatu. Ja, okay, du wirst den da angreifen. Dieser Moment, wenn dir ein Gegner das Delfin-Schild klaut. Das fällt mir gerade sowieso auf. Bei meinem eigenen Run muss ich auch gucken. Ich habe zwei Flieger, da muss ich gucken, wem ich das Delfin-Schild überhaupt gebe, wenn ich es kriege. Wow, I'm impressed. Warum geht's jetzt dafür nochmal einen Schritt nach vorne? Sie hätte auch eigentlich stehen bleiben können, aber ich bin ja kein FTC. Also auf der Seite kann man eigentlich nicht viele Gegner mehr ranken, weil die alle Limstella schon tötet. Komm, ich hoffe auf ein Level-Up und überhaupt auf einen Crit. Ich will nicht wissen, wie gut ihre Wachstumswerte sind. Gucken, da müsste doch auch noch einer stehen irgendwo. Ja. Eliwood. Bleibst du mit deiner Axt stehen? Am besten mit leichten Waffen hinstellen, um die Chance fürs Ausweichen zu erhöhen. Denn schwerere Waffen machen die Ausweichrate niedriger. Okay. Ja, ich wusste es. Oh fuck. Nein. Komm, weich aus, Ralph. Bitte. Weich aus. Okay. Notiz an mich. Ralph nicht mehr dahin stellen. Wie oft kannst du dieses Buch eigentlich noch benutzen? Ich meine, ich weiß 60 Uses, aber... Ich werde dir, glaube ich, auch kein anderes Buch geben. Den Fehler mache ich immer wieder. Er hat das Buch am Ende gar nicht benutzt. Bitte nicht. Was? Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Das schlägt alles. Jetzt ist Wrath gestorben. Der einzige Normale, der mir nicht... diesen Spiel nicht hirn wollte.
Was zur Hölle? Wobei ich doch dachte, dass Ursula mich crittet und nicht dieser Typ mit einer 18er Trefferchance, 11 Schaden und 9 Crit. Das ist doch nicht mehr fair. Na gut, ich muss dieses Kapitel neu spielen, aber... Wie bitte? Wie bitte? Wie bitte? Also ich werde das jetzt nicht neu starten, ich mache das jetzt durch, ich mache das dann nochmal offline. Ich will Wrath nämlich nicht, ich will Wrath nämlich noch haben. Aber ich fall vom Glauben ab. Ich kann nicht mehr reden im Moment. Also mir fehlen im Moment echt die Worte. Warum? Warum? Warum hast du eine Elysian Peitsche? Wie konnte das passieren? Es übertrifft sogar den 6er-Hit, den ich kassiert habe. Und den 6er-Crit vom vorletzten Part. Aber trotzdem, wie? Wie konnte das passieren? Ich glaube sogar im Übrigen, dass Ursula kein Boltinger hat. Ja. Das gibt Rache. Das nehme ich nicht hin. Kann sowas passieren? Jetzt mal ernsthaft. Super. Auch noch den perfekten Nomaden verloren. Ich wollte gerade schon sagen, steht da im Stella Ursula schon oder was? Das erhöht zwar meine Chance, mal auf das Delfin-Schild zu kommen, aber trotzdem. Nicht akzeptabel. Jetzt kommt sie. Ich weiß noch nicht wo.
Diese Waffe ist wie das Manicati nur für Carla. Ach nö, da kommt noch was, da kommt noch mehr. Oh Mann. Gut, dass Rock einen Tomahawk ausgerüstet hat. Mit dem er auch nicht wegfitten will. ...21 Verteidigung für einen Berserker, der eigentlich etwas im Piraten aus den Banditen entsteht. Ich habe keine Ahnung, was seine Vorgeschichte ist, deswegen kann ich nicht sagen, ob er früher ein Bandit oder ein Pirat war. Ach, schau an, wen haben wir denn hier? Sie. Person, die mir alles kaputt gemacht hat, stirb! Also da habe ich kein Mitleid. Komm, Nio, ich krieg's durch. Wie gesagt, ich will wissen, wie dein Level up ist. Wenn es gut ist, dann muss ich gucken. Und? Nee, ist nicht gut. So, die schließen sich jetzt mir an. Trotzdem, das ist erbärmlich. La. Fortify. Ja, ich will auf den Sidequest, aber ich speichere nicht. Doch hier. Ja, jetzt habe ich vergessen, die Abmoderation zu machen, weil mich einfach gerade dieser Tod irritiert. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Ich verabschiede mich, abonniert meinen Kanal, um keine Folgen mehr zu verpassen. Und ich bin raus. Ciao.